Willkommen zurück zu Skyrim. Ich bin mal wieder da. Wir gucken, was wir machen müssen. Ich will aber hier vorerst mal etwas sagen. Ich entschuldige mich schon mal, dass ich ab und zu gähnen muss. Es ist nämlich so, ich lag ziemlich lange wach. Und ja, habe ich halt wenig gepennt, habe auch noch komische Sachen geträumt, wie ich wollte mich mit jemandem treffen, dass ich beim Treffen war, hatte ich keine Kleider mehr an, und solche Träume wollen einem irgendetwas sagen. Vielleicht habe ich unterschwellig das Bedürfnis, mich auszuziehen, aber zum Glück habe ich keine Webcam an, sonst würdet ihr das dann sehen, und das will ich euch ja nicht antun. Und dann gehen wir mal zu dem. Hey, Bartkopf. Ah, ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut Oh yeah, wir kriegen ein neues Wort der Verdammnis. Wort der Macht. Drücke die Macht. Magie ist das, glaube ich. Schreie. Unerbittliche Macht. Oh, ich danke dir, mein Freund, für dieses coole Wort. Wie soll ich ihn anbrüllen? Ihr habt eure Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Okay. Die schwätzen da komische Sachen. Das ist, wie ich heute Morgen gebrabbelt habe. Wow. Ganz easy, Chef. Dovahkiin. Ich sehe meine Beine nicht mehr. Hab sie noch nie gesehen. Genau. Amos? Ich glaub's nicht. Darok. Dovahkiin. Ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Hoch Hrothgar steht euch nun offen. Hoch Hrothgar. Das Horn von Jürgen Windruf. Oder Jorgen, oder wie er heißt. Nicht Jürgen, glaube ich. Das heißt, ich habe jetzt einen neuen Schrei bekommen, aber habe ich einen Auflagen. Wirbelwind. Du bist der, der mit mir Der reden Himmel über euch, ihr Warum ging es Stimmen bei der der Welt. Zeremonie? Habt ihr mich? Warum ging es bei der Zeremonie? Habt ihr mich angeschrien? Wir haben die traditionellen Grußworte einem Drachenblut gegenüber entboten, das uns als Lehrmeister anerkennt. Dieselben Worte wurden benutzt, um den jungen Talos zu begrüßen, als er nach Hochrothgar kam, bevor er zu Kaiser Tiber Septim wurde. Okay. Was habt ihr gesagt? Ah, manchmal vergesse ich, dass ihr nicht wie wir der Drachensprache mächtig seid. Dies ist eine ungefähre Übersetzung. Seit langem verfällt die Sturmkrone ohne würdige Stirn, auf der sie thronen könnte. Bei unserem Atem verleihen wir sie nun euch im Namen von Kühne, im Namen von Shor und im Namen des alten Atmora. Nun seid ihr Ismir, der Drache des Nordens. Dies ist euer neuer Name. Ismir. Warum kehren die Drachen zurück? Hat das etwas mit mir zu tun? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Okay.
Danke, Meister. Ich werde meine Ausbildung fortsetzen. Ihr könnt mir sicher noch mehr erzählen. Ne? Ich glaube, ich mache das Erste. Danke, Meister. Ich werde meine Ausbildung fortsetzen. Gut, dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Ich möchte mehr über die Stimme erfahren. Ihr habt schon so viel gelernt, Drachenblut. Es wäre gefährlich, eurer Gabe keine Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Okay. Aber es gibt viele Worte der Macht in Himmelsrand, eingegraben in die Drachensprache. Sogar von hier fühlen wir die Tuum von ihnen ausgehen. Es wäre ein guter Test, diese verlorenen Wörter zu finden. Das würde eure Fähigkeiten durch Erfahrung vertiefen. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit für die Suche seid. Habt ihr Worte der Macht gefunden? Wir haben das Flüstern eines Wortes vernommen. Gebt mir eure Karte, dann zeige ich euch, wo ihr sein Echo findet. Okay. Möge der Wind euch Möcht leiten. wollen wir das suchen gehen? Dann gehen wir doch dort neben dran und gehen dort mal rein. Dann können wir ihn sowieso noch ein bisschen kloppen. Diesen Krypten findet man immer gut Geld. Ein Schluck ist immer gut. Vor allem Cola, wenn man dann wieder wach wird und es draußen immer noch schneit. Hochhogard. Ich glaube, wir brauchen da noch einen extra Schrei, damit wir ganz auf den Dings hochkommen, auf den Kopf, wollte ich schon sagen. Auf den Berg hinauf. Gebiet des Nörglers. Und das ist ein Mammut. Da wird immer von hässlichen Riesen. Aber wir sind jetzt wirklich so, ich kann das jetzt wirklich schon so sagen. Drachen können uns relativ wenig machen. Jetzt mit Level 11, Level 12. Also, okay. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Cool, George Clooney, finde ich super. Ja, dann machen wir uns da mal zu dieser Krypta auf. Vielleicht bewegen wir noch ein paar Herrschaften. Wer weiß das schon? Bin ich gerade nicht sicher, ist die oben oder unten? Wir gehen mal oben durch. Da greift der Wandersimulator mal wieder ein. Das gehört halt einfach leider dazu. Ich pack schon mal alles raus, falls hier einer mit mir. Mir schlagen möchte. Hier ist schon mal niemand. Na toll. Ausgerechnet hier ist gleich ein Drache oder was? Na komm, du hässlicher Kopf. Wenn du ein Problem mit mir willst, kannst du es gerne haben. Ich bräuchte halt was. Praktisch wäre der Schrei, wo die hässlichen Köpfe zum Runterkommen. Ja, komm runter! Kein Problem mit dir. Ich tue aber trotzdem vorsichtshalber nochmal speichern, wenn er sich dann dazu hinreißen lässt, mal hinzusetzen bei mir. Come on, du hässlicher Viehkopf. Ich weiß, dass du dich runtersetzen möchtest und dann klopf ins Gesicht. Da muss ich extra einen Bogen nehmen. Ist ja in den Berg reingeflogen. Kommst du wieder zurück? Oder hast du Angst? Er ist in den Berg geglitscht. Ihr habt's gesehen, ich auch. Der will also nichts mehr von mir. Dann wollte der nur zeigen, wie cool das ist. Gehen wir da mal rein und suchen die Worte der Macht. Und das finde ich gut, das macht Spaß. Da habt ihr auch noch ein bisschen was gesehen, da habe ich nicht nur geschwätzt, sondern auch noch ein paar Leute aus dem Leben geklatscht. Dann schauen wir doch mal, was hier alles so. Hinten ist ein Geist. Wo ist er? Ist er hin? Der steht nicht mehr auf, der auch nicht. Was ist denn mit dem Geist passiert? Rubinklaue, das
nichts Gutes zu. Ich wusste doch, dass die. Nein, jetzt liegen Köpfe. Das ist der gefährlichste von. So. Ihr seid. Aber ihr seid immer gut. Alter, nur Zweihänder. Die Teile hauen einfach rein bis zum Umfallen. Aber sie geben Geld, die Trauger. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Deswegen gehe ich auch sehr gerne in solche Krypten rein. Okay. Hier war aber ein Geist, das habt ihr vielleicht gesehen. Was ist hier? Mal schön auf Fallen aufpassen. Nicht, dass wir hier was. Stahlschwert. Nee, nee, das ist es nicht wert. Ein Balsamierungswerkzeug. Die haben so die hässlichen Kerle für die letzte Ruhe vorbereitet. Hier ist noch ein Beutel. Geldbeutel. Huhu! Sieht ihr, hier könnt ihr euch wirklich reich werden. Ein paar Mal in die Krypten rein, nicht zu viel Geld ausgeben und ihr seid eigentlich praktisch reich. Kann man so sagen. Da ist ein Geist. Ihr habt ihn auf. Genau das. Genau solche Sachen muss man aufpassen hier. Das hätte mich jetzt sauber verarbeitet, diese Falle. Deswegen hier immer schön aufpassen, auf was man draufsteht. Oh yeah, winziger Seelenstein. Da kann man böse Leute einfangen. Entschuldigung. Das hochziehen. Wohl immer noch ein bisschen erkältet. Da hinten dran ist einer. Spinnen! Toll! Ihr wisst, wie ich spinnen mag. Okay, sind aber nicht die ganz großen. Na, du hässliches Kuckuckvieh. Geh mal weg. Als würden mir Trauger nicht schon reichen. Die schlitzen sich da gegenseitig auf. Ist da einer hinter mir? Nein, der ist da hinten. Es ist mich vielleicht auch noch treffen. Aua. Aua. Ja, da sieht man mal, wie cool ich doch sein kann, indem ich einfach hinfall. Ich hab dich schon gehört. Und. Hässlicher Kopf. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Schweres Gift der Erzürnung. Der kommt da auch raus. Bis du draußen bist, bist du schon gekillt, du Hässlicher. So. Kann sich gleich wieder hinlegen. Silberring der Verdammnis. Hier ist eine Falle. Mein Fuß ist eingeschlafen, das ist weniger schön. Au, tut das weh. Okay. Mach mir gar nichts, du hässliche Spinne, Mann. Bin ich vergiftet? Objekte, dann Zaubertränke. Ja, ich muss hier einen kleinen Schnitt machen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.